Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video vom Kanal. Es ist wieder Zeit für ein Pokémon-Sammelkartenspiel-Unpacking. Und zwar, es startet ja im März, startet Karmesin und Purpur beim Sammelkartenspiel. Dann geht's los mit der neuen Erweiterung, ist eigentlich der falsche Ausdruck. Es ist ein neues Base-Set, was dann startet. Dann ist Schwert und Schild offiziell abgeschlossen mit Zenith der Könige. Und dann geht's los mit Karmesin und Purpur, Scarlet und Violet, auch jetzt hier im Pokémon-Sammelkartenspiel. Es gibt ein paar Änderungen, ja. Unter anderem sind jetzt die Ränder um die Pokémon-Karten alle grau. Das ist wohl bei den japanischen Karten auch so. Bei uns in Amerika waren sie ja immer gelb. Das wird sich auch ändern. Die sind jetzt dann alle grau. Und ja, zum Start als Preview schon mal gibt es die Paldea-Kollektion. Gab es ja damals zum Start von Schwert und Schild auch die Galar-Kollektion. Drei verschiedene Boxen mit den jeweiligen Startern. Und hier haben wir dasselbe. Wir haben hier einmal Fellori in der Paldea-Kollektion, dann gibt es noch Quax und Krokel, gibt es auch noch. Habe ich auch noch beide hier aus der Paldea-Kollektion. Jeweils drin ist eine überdimensionale Karte, in dem Fall ist es hier Koraidon EX, das sind die neuen Karten, die EX-Karten hier in dem Fall, sowie vier Booster-Packs. Das sind allerdings alles noch Booster-Packs aus der Schwert- und Schild-Ära, weil die Karten sind ja offiziell noch nicht released, die Karmesin und Purpur-Karten. Deswegen das Einzige, was hier von Karmesin und Purpur drin ist, ist die überdimensionale Karte und sind die drei Karten hier, nämlich die Promokarten. Das ist eine Promokarte und ich meine, die anderen beiden Karten wären schon Karten aus dem Base-Set, glaube ich. Zumindest war es bei der Galar-Kollektion so. Wir gucken dann mal rein und dann sieht man auch ein bisschen das neue Design von den Karten. Ich bin sehr gespannt. Und was natürlich auch noch enthalten ist, ist der Pin von Fellori und natürlich dementsprechend in den anderen Boxen ein Pin von Krokel und ein Pin von Quax. Das heißt, alle drei Boxen, dann haben wir drei Pins und wir haben alle drei Starter-Pokémon als Promokarten. Also es ist auch so, dass immer die Promokarte, die im jeweiligen Pack drin ist, also hier das Fellori ist einzigartig, ja, im Krokel-Pack ist ein anderes Krokel, als hier abgebildet ist in der Mitte, aber dasselbe Quax zum Beispiel, ja. Genauso ist im Quax-Pack dasselbe Fellori drin, wie es auch im Krokel-Pack drin ist. Also jeweils die beiden äußeren habe ich am Ende dann zweimal jeweils und das jeweils nur einmal, weil es ein spezielles Fellori ist, ein spezielles Krokel und ein spezielles Quax dann jeweils. Ja, wie gesagt, damals war es so, dass das diese Black Border Promo waren oder Black Star Promo und das waren einfach nur Foil Cards von der normalen Variante. Wir gucken einfach mal rein, dann werden wir es sehen. Zum Preis noch, ich habe mir ein Set bestellt, wo alle drei zusammen drin waren. Und habe für das Set 72,99 bezahlt, also 73 Euro für diese drei Boxen. Ja. Nicht billig, definitiv nicht. Ich meine, die Galar-Kollektion war auch damals in dem Preis, in der Preis-Range etwa. Ziemlich, ziemlich teuer. Hier sehen wir es auch nochmal. Die Paldea-Kollektion des Pokémon-Sammelkartenspiels enthält drei holographische Promokarten mit Fellori, Krokel und Quax. Eine überdimensionale holographische Karte mit Koraidon X oder Miraidon X. Eine Sammlerpin mit Fellori, vier Booster-Packs des Pokémon-Sammelkartenspiels, Schwert und Schild, eine Codekarte für Pokémon-Sammelkartenspiel live. Genau. Freue dich auf ein brandneues Abenteuer in der Paldea-Region mit dem Pokémon-Sammelkartenspiel. Die ersten Partner-Pokémon Fellori, Krokel und Quax schließen sich deiner Sammlung als holographische Promokarten an. Und mit dem Fellori-Pin kannst du das Flora-Katzen-Pokémon überall stolz vorzeigen. Du erhältst außerdem eine überdimensionale Karte mit dem legendären Pokémon Koraidon oder Miraidon als mächtiges Pokémon EX und eine Handvoll Booster-Packs. So, vier Stück insgesamt. Gut, dann würde ich sagen, wir machen das Ganze mal auf und schauen uns an, was da so drin ist. Ja, nehme ich hier das Messer zur Hand, um das hier so ein bisschen aufzuheben, wobei es eigentlich egal ist, weil die Pappbox am Ende kommt ja eh in den Müll. So, einmal öffnen bitte. Jawohl, das sieht gut aus. Und da haben wir den Inhalt. So, dann machen wir das mal ab. Legen das mal kurz beiseite und da sieht man dann schon, hier haben wir Koraidon EX oder Koraidon X, einen coolen Glitzereffekt. Ja. Ja. Und da sieht man es auch hier unten, SV1DE, so sind jetzt die Kennzeichen. Es gibt kein Logo mehr oder sowas, sondern es ist Scarlet Violet. 1 für die erste Edition quasi und DE, weil es deutsche Karten sind. Ja. Und dann hier auch die 2 Sterne, ja, das sind auch die speziellen Rares, haben wir doch 2 Sterne dann teilweise. Ich glaube 3 Sterne gibt es glaube ich auch, aber auf jeden Fall ist jetzt, sonst haben wir immer alle 1 Stern gehabt, egal ob es eine Secret Rare war, eine normale Rare oder was auch immer.
Und das ist jetzt wohl auch an die japanischen mehr angepasst. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Hier, Koraidon EX. Fähigkeit Dino-Ruf. Einmal während deines Zuges kannst du bis zu 2 Basisenergiekarten aus deinem Ablagestapel beliebig an deine Basis-Pokémon anlegen. Wieder ein Logo. Basis-Leer-Pokémon. Oder die haben irgendwie was vergessen. Müssen wir auf der fertigen kleinen Karte auch zurück. Wenn du diese Fähigkeit einsetzt, endet dein Zug. Und wilde Erschütterung 220. Während deines nächsten Zuges kann dieses Pokémon nicht angreifen. Schwäche und Resistenz ist nichts eingetragen. Ja, die Frage ist, ist das dann vielleicht, fehlt dann da was? Oder er hat das dann nicht? Wenn dein Pokémon EX kampfunfähig ist, nimmt dein Gegner 2 Preiskarten. Das ist die Pokémon EX-Regel. So, dann haben wir Booster-Packs aus Schwert und Schild. Da hätten wir 2-mal silberne Sturmwinde. Wir hätten 1-mal schaurige Herrschaft. Und wir hätten 1-mal strahlende Sterne. So, und dann haben wir natürlich noch hier das den Felori-Pin, das Felori-Pin, das Felori als Pin. Ja, so sieht das aus. Die Rückseite mit den beiden Pieksern. So, und dann haben wir natürlich noch hier die Spezialkarten. Gucken, wo wir das am besten hier rauskriegen. Da. So, da verrutscht alles. Ja, kann man auch beiseite legen. Huch. Da fiel alles um. Hier ist die Codekarte drin. Und dann haben wir hier, und da sieht man es unten, wenn man es erkennen kann, svp.de, also Scarlet Violet Promokarte, DE001, die erste Promo, und da ist auch das Blackstar Promo Logo unten in der Ecke. Ja. Und wenn wir das jetzt vergleichen mit den anderen beiden, ja, das ist keine Promokarte, also keine richtige, es ist eine SV1.de. Ja, und das ist Karte Nummer 36.198 und Karte 52.198. Jeweils eine Common-Karte, allerdings halt in diesem ja, Glitzer-Effekt. Und ich meine, dass die richtige Common-Card, die dann im Set drin ist, diesen Effekt nicht haben wird. So war es zumindest bei den anderen Schwert und Schilds, bei den Packs. Dann, ja. Ja, genau. Und deswegen hab ich am Ende dann 2-mal den Quacks, 2-mal den Krokel und 2-mal den Filori als normale Glitzer-Version der Common Card aus dem Base-Set und jeweils 1-mal die jeweilige Blackstar Promo SVP, Scarlet Violet Promo DE 001, 002 und 003. Hier haben wir Mini-Sauger, heile 10 Schadenspunkte bei diesem Pokémon und die beiden Common Karten haben einfach nur Klaps und Tritt bzw. Nagen und Glühen. Genau, so. Ja, dann haben wir also hier die Promo-Karten, wären dann hier. Hier die überdimensionale Karte und dann haben wir hier noch der Pin. Seite legen. Und dann haben wir natürlich noch die 4 Booster Packs. Wir sagen, wir beginnen mit silberne Sturmwinde und enden auch mit silberne Sturmwinde. Und dann machen wir dazwischen halt einfach strahlende Sterne und schaurige Herrschaft und gucken, was wir da so an Karten drin haben werden. So. Codekarte weg. 1, 2, 3, 4. Und ich habe es bei einigen anderen YouTubern gesehen, die raten dann immer, was für ein Links hier drin ist, was für eine Energiekarte das ist. Ich sag mal Feuer. Ah, schade. So, dann haben wir hier ein Kolossant, ein Metang, eine Kimono-Trägerin, ein Pandir, ein Pikachu. Pikachu. Ein Togedemaru, ein FM oder EFEM, ein Ganovil, ein Golbat als Parallelkarte hier und die Rare-Karte ist ein Hisui Arcani V oder V. Unaufhaltbare Macht. Beliebig oft während deines Zuges kannst du eine Energie von einem deiner anderen Pokémon auf dieses Pokémon verschieben. Und Steinkugel. Diese Attacke fügt für jede an dieses Pokémon angelegte Energie 30 Schadenspunkte mehr zu. Na, okay. Na gut. Und dann machen wir weiter mit strahlende Sterne. So. Da wartet jetzt hier einmal eine Karte. Dann 1, 2, 3, 4. Gut, dann erraten wir die Dings. Ich sag diesmal Elektro.
Ah, schade, Kampf. So, dann haben wir Fehlschlagschutz, Luxio, Capoeira, ein Panflam, ein Picochilla, ein Poupons, keine Ahnung, Schnäppke, ein Nasgnet, dann ein Sterndu aus der Parallelserie und Befehl vom Boss, eine Holo-Rare, okay. Gut. Dann machen wir direkt weiter mit Schaurige Herrschaft. Ja. Oh, okay. Doch eingerissen. So. Da haben wir die Codekarte. Und dann 1, 2, 3, 4. Und ich sage, was sage ich diesmal? Kampf. Yes! Sehr gut. Dann haben wir Spiralenergie. Dann ein Krawell. Feuerfeste Handschuhe. Elezeba. Oder so ähnlich. Ein Lapras. Ein Frubberl. Ein Toxiped. Dann haben wir ein Trasla. Dann haben wir hier die Mila Trainerkarte als Parallelkarte und ein Volcanion V. Hitzestoß und Dynamit Tackle. Wenn auf diesem Pokémon 10 oder mehr Schadensmarken liegen, fügt diese Attacke 150 Schadenspunkte mehr zu. Nice. Fokussierter Angriff. Okay, okay, also zwei V-Cards bisher. Eine Holo-Rare und zweimal eine V-Card. Und dann haben wir noch silberne Sturmwinde zum Abschluss dieser Kollektion. Pelori. So, da hätten wir die Codekarte. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4 Karten. Und die Energiekarte ist diesmal Wasser. Ah, Pflanze. Schade. Dann haben wir hier Vulnuna. Blättriger Tarnponcho, Sabayone, Lilminip, Flamiau, Pikachu, Ponita, boah, geiles Artwork, ein Blutzuck, ein Schlaphor und die letzte Karte ist, yes, noch ein V, Alola Vulpix V, weißer Fall. Wenn das aktive Pokémon deines Gegners ein Pokémon V ist, fügt diese Attacke 50 Schadenspunkte mehr zu und Frostschlag. Und noch, ja, coole Sache. Also, in den Booster Packs zu Schwert und Schild haben wir jetzt drei V-Cards sowie eine Holo-Rare drin gehabt. Ja. Naja, könnte besser sein, aber wir wollen uns nicht beschweren, denn das Hauptaugenmerk dieser Kollektion liegt natürlich auf den neuen Karten hier. Und da seid ihr jetzt mal gefragt, mich würde interessieren, was haltet ihr denn von den Neuerungen, die da so kommen sollen? Also neben dem, was ich erwähnt habe, mit dem grauen Rahmen und dass jetzt hier das Logo unten wegfällt und stattdessen jetzt wirklich hier dabei steht SV1, SV2, SVP für Promo oder so irgendwas. Ja, wenn man es hier auf der Groß natürlich viel besser erkennen kann. Dass die Bezeichnung der Rare-Karten auch hier, das jetzt mit zwei Sternen, dass es das gibt. Darüber hinaus soll es ja auch dann, werden die Produkte auch ein bisschen teurer leider. Dafür sollen pro Booster jetzt aber anstatt zwei Special Cards sollen wohl drei Holos drin sein, oder keine Ahnung, oder bis zu drei Holos. Also es gibt ja wohl ein paar Änderungen, die auf der Pokémon-Webseite, also Pokémon-TCG-Webseite beworben werden. Und ja, bin gespannt. Also klingt auf jeden Fall ziemlich cool. Gerade das mit dem grauen Rand finde ich mal was erfrischend Neues. Man hat sich doch, also ich finde irgendwie so an diesem Gelben so ein bisschen satt gesehen. Das wird richtig cool, glaube ich, wenn man dann die ersten Booster aufmacht und einen dann lauter grau umrandete Karten anlachen. Da freue ich mich irgendwie megamäßig drauf. Und ja, das jetzt also quasi die ersten drei Karten, vier Karten aus der neuen Scarlet-Violet-Erweiterung, Karmesin und Purpur. Und ja, schreibt mir nochmal, was ihr von der neuen Erweiterung euch erhofft vielleicht, was ihr erwartet, was ihr davon haltet, von dem, was ihr bisher gehört habt. Ja, was haltet ihr von diesen Kollektionen, die es da gibt? Ja, wie gesagt, ich habe ja schon die Galar-Kollektion damals gezeigt, jetzt eben die Paldea. Kollektion.
ja, sagt ihr, okay, rausgeschmissenes Geld braucht kein Mensch, oder feiert ihr das auch und kauft euch die oder guckt zumindest die Videos dann euch gerne an, wenn Leute die auspacken etc. Ich mag diese überdimensionierten Karten eigentlich ganz gerne und auch die Promokarten hier finde ich halt ziemlich nice. Und ja, wie gesagt, ich wollte mal auch mal gucken, wie die neuen Karten so vom Design her aussehen und ja, gefällt mir richtig gut. Und ja, würde mich interessieren, was ihr davon haltet, was ihr da so in die Kommentare schreibt. Könnt aber auch gerne alles, was euch so zum Pokémon Trading Card Game, sei es jetzt zum neuen Basisset Karmesin und Purpur oder auch zum Schwert- und Schild-Set mit allen Erweiterungen einfällt, zu den Pokémon-Videospielen, zu anderen Card Games, zu Videospielen im Allgemeinen, alles, was euch da so einfällt, haut es in die Kommentare, lasst uns da mal ein bisschen drüber quatschen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Denkt aber auch daran, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn ein neues Video online geht. Dann sage ich danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.